Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest mit mir, den Kabin, außerhalb der Story, die haben wir nämlich gestern fertig gemacht. Ha. So, was liegt an? Naja, der Umzug, habe ich doch gesagt. Wir werden nämlich umziehen. Ich muss nur das wichtige Zeug aus unserer Base da hinten rausholen. Ich fange mal kurz mal an. So, fertig. So. Naja, gut. Das Einzige, was ich da brauche, ist eben halt die Lampen. Die müsste ich noch holen. Entschuldigung. Aber das hat ja noch Zeit. Jetzt muss ich erstmal wieder den See markieren. Nee, den brauche ich nicht markieren. Der ist ja da oben. Seitlich. Seitlich oben. Genau. Da müssen wir jetzt hin. Und dann müssen wir noch schwimmen. Man läuft nicht, man fährt. Gidip, gidip. Ja, wir müssen noch ein bisschen schwimmen. Später können wir denn die Brücke rüberbauen. Es wird eh interessant. Ich muss ja erstmal eine Schnur rüberspannen, ne? Weil das Material muss ja alles drüber kommen. Aber da bin ich auch nicht alleine gestellt. Kelvin, die Socke, die schwimmt ja nicht. Ups. Meine Fahrkünste, die sind bekannt. Ja. Gut, ab hier können wir laufen. Hallo? Ich möchte hier. Meine Frage. Warum kann ich ihn jetzt nie aussteigen? Dann mach ich mal so. Steigt der jetzt aus? Der wird. Ich kann nicht aussteigen. Doch, jetzt ja. Ja, toll. Ich glaube, ich. Achso. Ich habe ein bisschen festgehangen. Ja, jetzt ist es zu spät. Oder willst du noch leben? Ich habe G gedrückt, aber G wollte nicht. Ich wollte, dass wir gehen. Mach ich jetzt mal. So, das heißt, ich muss ja. Nee, ich muss ja da lang. Wenn wir da eben gehabt. Genau. Wir müssen 1-2 Meter laufen. Und dann 1-2 Meter schwimmen. Und 1-2 Meter aufbauen. Das Schlimme ist, wir haben noch nicht mal Herbst, wa? Das heißt, der Winter ist noch sehr, sehr weit entfernt. Achso. Na? Wer schnauft hier durch die Gegend? It's me! The Kabi! Look, 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 look. Oh, gut. Das Schöne ist, aber das wurde ja auch geschrieben, an Fisch sollte denn bei uns nicht mangeln, ne? Nee, das war nicht Altschmieren. Naja, wie gesagt, Klinken stoppt sich erstmal im Mund. Moment, was war das da? Ich hoffe nicht, dass jetzt so ein großer Klumpfuß auf ihn mal kommt. Ach, da unten. Und da hinten. Oh mein Gott, ich bin umklingelt. Nein! Kennen Sie nicht. Gehen Sie weg. So, wie gesagt, die Dämonen sind ja jetzt frei. Hallo, Sie! Überleg dir das. Ich bin bewaffnet. Ich war in der Höhle. Ich muss erstmal ein bisschen Respekt verteilen. Hallo, 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 ja? Respekt, habe ich gesagt. Das ist das andere. So, wie gesagt, der See, der ist schön groß. Ich habe hier auch links und rechts schön Flüsse dran. Das heißt, wir haben auch im Winter flüssig Wasser. Ja, das wird schön. Und das Schöne ist, ich kann dann auch immer drüben nochmal in die Base rein nehmen und kann uns ein paar Töpfe holen. Quasi pro Aufnahme eh mal. Ich weiß immer noch nicht. Also ich weiß schon. Aber ich stelle mir immer das Schlimmste vor. Irgendein Mutant, der neu zugefügt worden ist und den ich nicht kenne, der uns denn zufügen tut. Und zwar Schmerzen.
Ja, ja. Damit rechne ich. No, 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 no. Der feint mir, ja? Wie geht's das, wenn du hinter mir bist? Er steht hinter mir. Haha. Sehr toll. Ich wüsste nicht, dass er hinter mir steht. Aber das Krasse, wir haben denn auch wieder einen Wasserfall, wa? Einen richtig schnicken Wasserfall. Und diesmal habe ich eine Brücke schon drüber. Den brauche ich nicht rüberbauen. Aha. Ist ja auch schön. Alter, wartet. Erstmal, was ich hier mache, ist Tabula Rasa. Alter, das ist mir viel zu grün hier. Hier muss auf jeden Fall ein Parkplatz hin. Ja, ja. Sag mal, hier müssten da auch Nasenelche sein, wa? Also die richtig großen. Also pelztechnischerweise. Ich weiß nicht, ob bitte rentabel ist. Aber rein theoretisch von der Größe stellt mir das schon rentabel vor. Das ist der kleine See. Also irgendwie schon, ne? Kann mir nicht vorstellen, dass du, wenn du ihn so viel platt machen tust, dass du bloß ihn mal Haut bekommst. Die werden verfolgt. Ich glaube, das ist Gollum. Da sonst versucht, um Finger zu wickeln. Nein, Schatz. Such dir einen anderen Schatz. Eine Klippe. Mach mal nicht so eine dicke Lippe. Ich sehe hier eine Klippe. Ja, ich weiß, das war nicht mein Bester, aber besser wird das heute nicht. Ist das jetzt hier rum besser oder darum besser? Hier rum, darum, Löffelstiel. Wer hier nicht rufkraxeln kann, der kann nicht viel. Siehst du, habe ich es mir gesagt. Immer schön auf dem Weg bleiben. Und seht da, wir sind genau da an der Kante. Und wie gesagt, da haben wir den Fluss für Frischwasser. Ich muss mir zwar eine... Naja, gut. Moment mal, ich kann ja erstmal an Anfang eine Schnur spannen. Oh, gib mal. Ein Albino. Geht spazieren mit einem anderen. Braunen Kanickel. Toll. Toll, toll. Ja, wie gesagt, also wir haben ja da drüben bloß gebaut. Eingelagert haben wir noch nicht so viel. Aber was ich auf jeden Fall holen muss, ist die Kabellage und die Glühbirnen. Weil es sind mir zu viele Glühbirnen. Also. Das Haus kann ja erstmal, wie gesagt, da stehen bleiben. Vielleicht werden wir mal in 20 Billionen Folgen gehen mal benutzen und so. Wisst ihr, so Ferienwohnung, aber sonst. Ja. Wir leben ja nicht nur einmal. Es heißt sonst, man lebt ja nur einmal, aber hier nicht. So. Dit ist unser See. Seht dann? Ein See. Das ist doch der See gewesen, ne? Auch für einen Kumpel. Da müsste der mit der großen Insel gewesen sein. Aber ich sehe jetzt keine Insel. Habe ich schon mal einen Knick in Optik? Das müsste der schöne große See gewesen sein. So viele große Seen gibt es nicht. Da ist die Insel. Das ist meine Nase. So, und wie gesagt, wo wir drauf waren, sah die sehr, sehr groß aus. Also, verhältnismäßig mäßig groß. Aber jetzt sieht sie nicht mehr so groß aus. Ja gut, wir waren bloß eben mal kurz drauf, wa? Aber wir können uns ja austoben mit dem Bauen. Wenn Eis ist und so, kann ich ja größer bauen. Also, verhältnistechnischerweise. Ja, doch. Nette. Ein Steinkarbin. Eine Textur. Die ist texturiert. Ich habe auch mehr Bäume im Gedächtnis gehabt. Na gut, ich kann ja ein Schloss bauen. Und hier kommt der Burggraben. Da müssen wir uns aber erstmal rübergraben. Ja gut, ja, ja. Ja gut, wa? Also... Vor allen Dingen können sie uns nicht so auf den Sack gehen. Es sei denn, es wird Winter.
Im Winter können sie doch. Aber bis dahin ist noch lange hin. Vor allen Dingen, ich muss hier die Äste müssen weg. Na denn. Munter ans Werk, Kabin. Munter ans Werk. Ich mache jetzt mal hier eine Schneise. Ich sehe mich nicht. Ja, ja. So, und da wird ja nichts weggeschmissen. Also ich versuche das jedenfalls. Also stelle ich das erstmal alles hier am Rand hin. Genau. Einmal Stöcke. Ja. Nee, hier. Oh. Gut. Und C. Weil die werden wir bestimmt irgendwann mal brauchen für Gelände oder sonst was. Ende Gelände hier. So. Gehen Sie mir aus dem Weg. Muss das Material sehen. Stein. Ein Stein. Ein Stein. So, die Frage ist natürlich, wie groß ich hier bauen kann, ne? Also. Und die Frage ist natürlich auch, ob das denn. Entschuldigung. Ach, da ist es. Siehst du, und schon aus dem Blickfeld. Und ja, ich habe ihn rausgezogen und weggeschmissen. Ich hab's gesehen. Wie jetzt? Das Ding ist doch nicht. Das kann doch noch nie voll sein. Hier ist doch noch mehr. Lauter Gestrüpp. Das muss doch hier alles weg. Ja, wie gesagt, ich muss da irgendwas erstmal platzieren und dann rüberschießen, würde ich mal sagen, ne? Was den Transport und so leichter macht. Du bist keine Ausnahme. Auch dich mache ich kaputt. No. Schön, Alter. Nach der Story erstmal eine Runde Stöcke kloppen. Aber weiß man doch, was man auf dem Arm gemacht hat. Oh, Inventar ist voll. Geh mir aus dem Weg. Und du erstmal. Gut, also. Die nächsten. hinbauen. So, dann würde ich mal sagen, wir setzen erstmal einen Stamm hier vorne hin und dann bauen wir uns ein paar Behälter und dann machen wir die erstmal voll, wa? Ja, schade, dass Kelvin hier nicht rüber rutschen kann. Das ist eben halt kein Rutscher. So, und ich muss das so kloppen, dass das da rüber... war das eben? Erdbeeren! Hier sind Beeren! Ah ja, gut. Das war für einen hohen Zahn. Seid ihr bereit? Lasst uns bereit sein. Mit erste Timber. Baum fällt. Jawohl. Wer werfe den ersten Stein? Stein? Einen Baum, Mann. Schmeißen den ganzen Baum. Das geht da ins Wasser. Achso, Moment mal, bin ich doof? Ich brauche da. Den Ständer mache ich da aus hier Holz. Nee, das war verkehrt. Was mache ich denn da? Wo ist er da ran? Stämme, warten Sie mal bitte. Große Stammlager. Zum Glück habe ich Holz gesammelt. Seht ihr? Das hat alles einen Grund. Die Gründe sind unergründlich. Tada! Hey, das ist ja Kinder in Wasser hier. Also erstmal noch nicht. So. Na komm. Hast du ja gesehen, wir brauchen euch. Sieht gleich aufgeräumt aus, wa? Voll krass.
Was ich mal so einen Kahlschlag halt anrichten kann. Für die Sicht. So, aber Sonny, ich wollte gerade sagen, das kann aber nicht alles gewesen sein bei diesem Mordsbaum. Gidip, gidip. Oh, Alter. Naja, gut. Verteidigen müssen wir uns nicht. Aber diese Stille. Das war ein Gift hier, Björn, wa? Ja. Gleich mal ernten. Enternten. Man, die wachsen ja so oder so nach. Ich wollte gerade sagen, da passt auf jetzt, Kelvin taucht von hinten auf. Das wäre ein wenig merkwürdig. Obwohl. Räuspe, räuspe, räuspe. So, wenn ich jetzt hätte. Wir machen eine Zugbrücke. Ich versuche mal. Das müsste eigentlich gehen, oder? Ich glaube, das geht. Wenn ich das so mache. Und so. Dann haben wir es so. Gehen Sie mir aus dem Weg. Da sperren die sich. Jetzt noch viele Zufälle gestrüppt. Kann nie wahr sein. So. Ich will das aber auch dann richtig fette Breit haben, wa? Also, wie hart. Das Problem ist, das habe ich mich schon vorhin überlegt. Machen wir das doppelt? So doof, wie wir das letzte Mal gemacht haben? Oder machen wir dreifach? Weil dann ist es nämlich ungerade und dann ist es für uns gerade im Kopf. Ich weiß, das ist ein bisschen voll krass. Aber, ja, krass, wa? Hey, übertreib's mal nicht. Ich geh jetzt mal aus dem Weg. Pass auf, ich hätte gedacht, ich wäre gestorben. Also, im ersten Moment hätte ich wahrscheinlich nicht gelacht, aber dann im Brümpf nicht. Brümpf, Brümpf. So, ja doch, jetzt doch. Ja, das ist einer. So, und zwar mache ich jetzt da Schrägen ran, so mit Treppenmäßig. Nee, das machen wir nicht. Wir machen richtig Treppe. Und dann können wir ja nach hinten rausbauen, wisst ihr? Also, ich muss ja so oder so Holz anschleppen. Hallo Holz! Wo kommen Sie denn hin? Die werden doch noch gebraucht. Mensch. Das können uns nicht einfach verlassen, das geht auch nicht. So, und wie gesagt, ich brauche das ja eigentlich nur, denn von drüben anfangen, das Holz rüber zu schleppen. Alter, ich habe noch kein Haus, aber ich baue mir hier eine Brücke. Naja, gut, das Holz muss ja auch irgendwie rüberkommen. Schnurtechnischerweise und ich gehe mal davon aus, dass das dann auch so funktioniert, dass Kelvin das auch nutzen tut. Tuten, Täten, das ist mein Plan. Wenn ich es überhaupt planen würde. Palim, palim. Danke, dass Sie mir entgegenkommen. Sehr lieben Sie, wutzig. So. Ja. Da sieht sehr, sehr gerade aus. Für den Anfang würde dann auch erstmal reichen. Wir müssen so oder so nach hinten raus. Oder wir lassen das auf die Höhe. So weit wie geht. Und dann rüberbauen. Weil das ist ja jetzt quasi theoretisch. Nee, das ist keine Theorie, das ist ja wirklich praktisch. Drei breit. Also haben wir gleich einen Eingang. Genau. Ich sehe, es bildet sich gerade ein Bild in meinem Kopf. Der Machbarkeit oder wie auch immer. Also das, was ich versuche zu machen. Na, könnt ihr mir noch folgen? Wie gesagt, man muss immer den ersten Stein haben, um das anzufangen zu bauen. Ja. So. Wie gesagt, ich werde jetzt einfach mal eine Treppe bauen, dass ich da hochkomme und Schnur spannen kann. Und ich muss ja bloß bis da drüben hinten wie hinkommen. Später kann ich das abreißen und kann das dann später für Dach benutzen, die Platten. Weil ihr seht ja, das Holz ist ja begrenzt hier.
So, warten Sie mal, genau. Schnell wechseln. Wir brauchen jetzt eine Treppe. Habt ihr die gehört? Ich glaube, da ist ja Villa mit Action unterwegs. Damit meinte ich nicht eine Action-Cam. Na gut. Ich habe mir echt vorgestellt, dass das Holz hier ein bisschen... Na ja, gut, das ist ja Schein gewesen, ne? Ich wollte jetzt gerade sagen, das ist ein sehr, sehr stabiler Baum. Baumast. Mann, ich lach mir einen Ast. Ist ja witzig. Na ja, gut. Naja, die Wurzeln werde ich so entkernen, so oder so. Wie gesagt, die müssen so oder so weg. Ich will ja nicht, dass irgendwann die nachwachsen und dann habe ich auf einmal einen Baum bei mir nötig zu stehen. Hätte auch was Schönes, aber ich weiß nicht. Könnte problematisch sein werden tun. Da, und ich spare mir so das Ganze runterkloppen, ne? Ja. Nur genug habe ich ja. So, die Treppe haben wir schon mal. Jetzt muss ich bloß noch rüber schwimmen. Einen kleinen Aufgang machen. Was wir das denn auch haben? Warten Sie mal, ich schmeiß mal kurz das. Ach nee, ich muss ja hier oben eh hier so ein bisschen machen. Wie gesagt, das ist noch nicht hier alles, ne? Also. Nee, du sollst ja. Genau, drehen. Ach so. Und da drüben muss ich jetzt so einen Steg bauen und muss ich hoffen, dass das bis da drüben hinreicht. Wenn nicht, dann ist das... Naja, gut. Der Winter muss kommen. Und zwar sehr, sehr schnell. Ja. So. So. Ich glaube, der Kabi muss mit dem Arsch darüber. Der Kabin braucht nämlich Holz. Also. Augenmaß. Arschbombe. Gewinn. Ein Fisch. Lecker Fisch. Hier ist auch kein Hai, oder? Ey, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das wäre so böse gewesen. Die Kannibalen haben hier einen Hai ausgesetzt. So ein Babyhai. Der ist hier drin gewachsen. Hat keine Konkurrenz. Ist dann quasi wie ein Wels. Und ich hab denn die Arschkarte. Na dann, Prost Mahlzeit. Oder Appetit in der Hinsicht. Bon Appetit! So, gut. Also, erstmal ein bisschen Holz knacken hier. Weil, wie gesagt, das haben wir hier zu Genüge. Moment mal. Da haben wir doch was von Ratio-Farm gehabt. Warte mal, wo ist denn das Knatterding? Nicht gehabt hier so rennen. Nein. Da ist er doch. Ich rutsche ein bisschen ab, aber. Ha, Timber! Oh. Was ist denn hier jetzt das Holz? Komm zu mir! Komm zu mir! Tot. Oh, da, das ist aber ganz schön abgenutzt, das Holz hier gerade gewesen. Habe ich größer im Kopf. Achtet mal kurz aus. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn das ganze Holz hin? Es ist komplett nach oben gefallen. Nein, habe ich auch gesagt. So, das Problem ist jetzt natürlich die Schille gerade zu... Ach, das kann was werden. Ihr wisst ja, ich bin so gut in gerade bauen. Hab ich voll drauf. Muss ich erwähnen, dass es Sarkasmus war? Ich glaube mal nicht, ne? Das ist durchaus zu erkennen gewesen, glaube ich. Das ist nicht gerade. Das wird niemals gerade. Auch wenn ich jetzt da durchkicke, dann sieht es zwar gerade aus, aber das kann ja sein, dass ich einfach bloß ein Stück schräger spiele, als es schräg ist. So, das ist ein Problem. Ja, das ist wirklich ein Problem. So hoch können die Äste nicht gefallen sein. Die Stämme.
stimmt doch, oder? Ich kann ja nicht sehen, dass ich bloß zwei Stimme habe. Naja, gut. Da, wo ihr hobelt wird, fällt auch Spiele. In diesem Fall stimmt es so, ja. Mach gut mal kaputt. Was sieht er hier gerade? Bin da nicht so sicher. Das rollt auf jeden Fall nach unten. Den Rest wird schon... Ach, ich glaube, nee, das ist das andere. Ah, den Rest wird aber Calvin. Calvin ist ja so ein Holzsammler. Ihr sagt, er kennt sich ja damit aus. So, warten Sie mal. Ich, wie gesagt, ich bin mir da nicht so sicher. Ich mache das einfach so, dass es hier und auf der anderen Seite und dann haben wir ja genau dasselbe. Ah, das muss doch funktionieren, oder? Oder was sagt ihr? Ich glaub mal schon. Schnäuf. Und ihr könnt ja bis hinten verbinden. Wie gesagt, wir haben ja jetzt Zeit. Wir haben jetzt ausreichend Zeit. Ich habe keinen zweiten Helikopter bestellt. Wir haben ausreichend Zeit. Und der Calvin lässt sich auch nicht blicken. Also noch nicht. Wird sich aber ändern. La 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 la. Ja. Schavu. Und wisst ihr, was ich immer noch nie gemacht habe? Gebäudeschaden habe ich immer noch nie deaktiviert. Das ist alles noch so, wie es ist. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll, jetzt wo das große Vieh rumkrauchen tut? Und mir alle zu Klumpen kloppen kann? Das ist meine beste Entscheidung gewesen, ever. Ach so, Sarkasmus. Entschuldigung. Sarkasmus. Jetzt, mir kommt das so vor, als wie gesagt, als ob mir da Bäume fehlen. Na gut, wir werden sie wieder finden. So. Ja. Ah, siehst du, hast du ja schon mal wieder Abfall. Du bist Abfall. Keiner mag dich. Du abfallender Baum. Ich mach das jetzt so lang. Jetzt fällt es ihm halt Richtung Wasser. Peter, mach aus groß, klein. Nee, mach aus klein, groß, so rum. So ist korrekt. So ist das korrekt. So. Danke. Nee, gehen Sie mal bitte nicht weg. Verlassen Sie mich nicht. Ich weiß doch ja nicht, was ich ohne Sie machen soll. Muss ich ja noch einen Baum wegknattern. Dankeschön. Jetzt ist natürlich die Frage... Moment mal, das mache ich anders. Oder beziehungsweise muss ich anders machen. Nein, und das. Genau. Genau, weil ich musste ja erstmal da und dann kann ich das so machen. Ja gut, ich habe jetzt gedacht, boah, jetzt kann ich das ja wegreißen und jetzt kann ich das so machen. Ich habe gedacht, ich kann das so nach und nach hochschieben, aber naja gut. Bleiben Sie hier? Dankeschön. Das müsste gerade sein, ne? Ja. Es muss so sein. Noch bauen wir natursparend. Oder faul. Du kannst ja so halten, wie du willst. So. Na, Baum? Willst du nie? Traust du dir nie? Jetzt sollte ich nicht so nah ran, ja? Wenn ich sowas sage. Das kann da hinten losgehen. Hallo, Sie. Sie da. So. Schön, dass ich hier die Treppe... Ich meinte den Übergang baue. Ich habe nichts, wa? Ich habe keine Penne, nicht. Weil, wie gesagt, ich habe ja auch noch ja kein... noch ja kein... Na, sag schon. Folie. Ich habe keine Folie, ne? Sollte erstmal anfangen da drüben. Ich vor allen Dingen höre jetzt ja schon die Dudes wieder. Ich höre die Dudes schon.
So, die Frage ist natürlich, kann ich bis hier bis da drüben hinziehen? Ich gehe davon aus, nein. Achso, falsche Taste. Wer hätte gedacht haben? Ich höre schon wieder Sachen hier. So, wir sehen nichts. Das ist genauso, wie ich mir das gedacht habe. Wir brauchen natürlich erstmal den Winter, ne? Das heißt, ich habe ja keine Möglichkeit, Holz hier rüber zu schleppen. Weil das Ding ist, sobald Wasser, nichts gut. Aber so ungefähr wisst ihr, was ich machen will, ne? Ich hoffe noch nicht, dass sie die kaputt reißen. Ich bin ein bisschen früh dran, ja, ich weiß. Gut, dann würde ich mal sagen, ich baue mir erstmal eine Kiste, wa? Speichernderweise und so, ne? Weil wir sollten auch mal wieder abspeichern. Und vor allem die richtige Taste drücken. So, so eine Penne soll ja ganz angenehm sein. Kann ich die überhaupt hier draußen bauen? Nee, da brauche ich ein Fundament, wa? Was für ein Zufall. Wenn ich das schon eher als Brücke nutzen kann, denn als Penne. Na, komm doch rüber. Komm rüber. Ne? Nix da, wa? Ich hab mir gedacht, du Wasser... Scheue Maus. Die wissen nicht, wer das ist. Was soll ich... Das könnte sie sein, ne? Ich weiß es nicht. Speicher mal kurz ab. Und dann machen wir uns erstmal Bett fertig. Bam, bam, tot. Wegen Hunger. Ist das was Schönes? Nahrungstechnischerweise und Wasser? Ich hab kein Dach über dem Kopf. Und das fängt jetzt an zu regnen. Frisches, klares Wasser. Auch wenn der jetzt rumschreien tut. Ich glaube, das ist ja nicht mal schlecht. Das ist nur kaltes Wasser. Er ist erschrocken. Wegen der Kälte des Wassers. Das würde es hin. Ja, jetzt muss ich bloß noch nicht darüber kommen, ne? Also jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht. Da muss ich erstmal den Winter warten. Oh Winter! Oh Winter! Sei kein Korinther! Sorry, tut mir leid. Nein, tut's nicht. Wie komme ich denn jetzt? Das ist zu weit. Das ist viel zu weit. Vor allen Dingen, wenn er treffen würde, ich würde es noch nicht mal sehen. Wie ist denn das, wenn ich das hier so rantacke? Aber den kann ich ja trotzdem nicht schwimmen. Oder sag ich doch. Warum kann ich mir kein Boot bauen? Kann ich nicht hier irgendwie einen kürzeren Weg nehmen? Ich muss doch nur erstmal an Felsen oder so rankommen. Das würde mir doch schon reichen. Muss ja nur nicht das Holz sein. Eigentlich wäre das ja clever, wa? Wenn ich jetzt hier so den Boden nehme. Zweimal. Das reicht aber nicht. Ich komme nicht rüber. Dann könnte ich mir wenigstens so eine Notbrücke bauen. Versteht ihr? Wisst ihr? Meine? Eine Notverbrückung. Da hinten vielleicht. Weil die geht ja weiter rin. Könnte doch was werden, oder? Müsste ich zwar erstmal 2-3 Meter mehr laufen, aber naja, gut, so ist das eben halt, ne? Hallo, Kelvin. Ja, ich mach schon. Ich weiß, du willst rüber. Ich will, dass du rüberkommst. Sie brauchen nämlich einen Holzschlepper. Ich meinte natürlich jemanden, der so nett ist, wisst ihr? Also, netterweise. Wir sehen nicht, ob der Stand reicht. Wir sind nicht. Ich mach das mal so. Ist ja jetzt egal. Ob das nun 100% hinhauen tut oder 200%, Hauptsache. Er kommt rüber. Hallo, Calvin.
Calvin Klein. Sorry, tut mir leid. Hi, du alter Priester, du. Der Morgenröte. Ich hab ein neues Bauprojekt für uns. Alter, so ja, mit Weg ist mir. Ja, gut, da bin ich auch gekommen. Ne? Nee, doch nicht, oder? Weiß ich nicht. So, jetzt knattern wir mal ein bisschen rum. Und ich wünsche, du bist nicht im Weg, ne? Also. Rein aus versicherungstechnischen Gründen, ne? Also. Und dann hoffe ich, dass der das auch nutzen tut. Wenn nicht, dann bin ich böse. Nee, du sollst ja. Mal, wie war denn das da? Ist das zu weit auseinander? Ich kann das doch auch so machen. Muss doch auch gehen, ne? Halt nicht ins Wasser! Nicht ins Wasser! Du schwemmst doch sonst auf. Hallo, Kelvin. Ich baue uns gerade eine Notbrücke. Brückenderweise. Man muss ja Brücken bauen, wisst ihr? So. Und das liegt jetzt da drüben, ne? Na, so war das nicht geplant. Na gut. Ist das jetzt hier weg? Ich glaube, ich habe es da drüben eingesammelt. Da muss ich nochmal rüberstehen. Ja, Kelvin, ich beeile mich schon. Ich bin mir noch nicht so entschlüssig, wie ich das mache. Also schon, aber es dauert seine Zeit. Die erste Brücke hat nicht funktioniert, Junge. Ich wollte jetzt gerade sagen, halt mir den Rücken frei, aber ich glaube, da ist Hopfen und Malz verloren. Gehen Sie mal bitte zur Seite. Ja, ich muss hier bauen, ne? Also, Mr. Kelvin. Ist korrekt. Ihr sagtet, können wir denn da drüben verarbeiten? Oh, Kelvin, es ist ja schön und gut, dass du wieder da bist. Oder generell, dass du mir gleich wieder zur Hand gehen kannst. Aber bitte gewöhn dir wenigstens wie Ellie so ein kleines so hey an oder so was in der Richtung kann. Ich hab so das Gefühl, da passiert nichts. Du Baum, du Mist. Ich glaube, der Baum ist härter, als er aussieht. Okay, durfst leben bleiben. Ich warte, bis Kelvin dich wegmacht. Der kann nicht besser. Also auf dem Hang Bäume zu knattern ist ganz schön kompliziert. Tamba! Ole! Oh, Tamba! Oh, oh, ole! Keine Ahnung. Holz. Oh, Holz. Brauche ich jetzt hier so? Reicht das? Ich weiß nicht. Wie soll ich denn raus? Ich schieb den mal nach drüben. So, dass ich eh eine Verbindung habe, wisst ihr? Dann kann ich mich jetzt Holz rüberschleppen. Den Kelvin noch nicht, aber gut. La la la. Jetzt ist es zwar auch ein bisschen aufgeschwemmt, aber dann ist es auch biegsam. Hoffentlich schwimmt nicht an meine Insel vorbei. Jetzt zieht mich danach raus. Dann muss ich das so rüberziehen. Ja, macht das die Sache auch viel einfacher. Ja, ja, ja. Sie haben ihr Ziel erreicht. So. Jetzt nochmal. Von vorne. Also jetzt fehlt mir einer oder so. Also ich muss ja jetzt mal nachladen. Ich. Jetzt treffe ich wieder nicht, wa? Noch ein Stück? Noch. Ja.
Und jetzt, ich will jetzt gerade sagen, aber so, dass es geht. Geronimo! Aber du machst gleich eine weiche Landung. Das ist ja schon mal schön. So, warte mal. Nee. Ist bloß der erste gewesen. Ich lach mir nass. So, ja, Kelvin, ich bin schon unterwegs. Es geht gleich los. Ich muss ja erstmal anfangen, so eine kleine Grundlage zu bauen, Mr. Kelvin. Man muss ja so Sachen machen, ne? Oh, das geht über den See hinaus. Geht mal über das Ding rüber. So, ich komme hier hinterher. Schneller, schneller. Ich schwimme doch hinfort. Das war eine sehr, sehr gute Idee. Na, da ist ja wieder der Name der heutigen Folge denn Programm, wa? Also Brückenbauer und so, ne? Also was besseres passt auch ja nicht heute. Man muss Brücken bauen. So. So, so. Würde ich mal sagen, immer so. Immer so. Ups, gut. Da muss man schon ein bisschen können. Aber auch bloß ein bisschen. Aha, ich schwebe. Ich kann schweben. Bitte nicht verbrennen, ich bin kein Hexer. So, warten Sie mal. Jedes Haut. Nee, ich muss ein Stück nach vorne. Ich sehe wieder nichts. Hä? Es hat doch eben auch noch funktioniert, Spiel. Ist das weiter rüber oder was? Das geht so nicht. Ach Mann. Wird dann versuchen von mir aus. Vielleicht kann ich von da drüben besser zielen. Aber ich glaube, das Ding ist zu schräg. Und ich hätte ja rein theoretisch auch nur ein Stück weiter nach vorne gehen können. Ich hätte mal den ganzen Platz ausnutzen sollen, den hier. Da hättet noch ein Stück rüber gemüsst. Aber wenn ich das jetzt abreiße, dann ist es ab. Was liegt denn da? Du triffst das so nicht. Du kannst ja kriegen, das Ding. Ja, aber ich hab's doch hier nach ausgerichtet. Die geht doch nie anders. Warten Sie mal, ich mach das mal anders. Ich werde das noch ein Stück nach Richtung See bauen. Wenn das geht. Wo haut der denn hin? Also ist wohl korrekt. Aber ist doch Holzverschwendung, ist das da? Echt jetzt? Weg mit dir. Du Fake-Baum, du. Ich hab andere von dir erwartet. Mit der Musik. Schön, dass ich das jetzt wieder am Berg ziehe, aber. Also, das heißt, ich muss jetzt nochmal ein Stück nach vorne. Ins Wasser hinein. Dann muss ich das nochmal abreißen. Wenn das geht. Ja, das wäre schön, wenn du das Holz aufgehalten hättest. Dankeschön. Danke fürs Nichtstun. Alles muss ich wieder. Ich sehe doch wieder, wo es endet. Es bleibt wieder alt an mir hängen. Gut, das reicht. Ich muss erstmal gucken, ob ich das so machen kann. Plansch, plansch. So. Er tiet natürlich nicht.
Das geht will er nicht. Ach Mann. Jetzt sieht er doch. Ist mir egal. Hauptsache die geht. Ob die Brücke gerade oder schräg ist mir doch total egal. Okay. So. Hauptsache, das führt einen Weg nach drüben. Und da kann ich den Baum jetzt auch noch nehmen. Markiert. Pilze sind weg. Siehst du, warum kann ich denn die Baumpilze nicht machen? Daraus kann ich doch so einen Feuerschwamm machen. So ein Zünden-Li. Ja, Kelvin, tut mir so streng. Ich bin doch schon dabei. Ich beeile mich doch schon. Was soll ich denn noch machen? Ich kann ja auch nicht hexen. So, jetzt müsste ich ja eigentlich rein theoretisch Stehen drin bauen können. Platt meinte ich. Ihr sagt, das ist unser erster. Da spielt die gerade keine Rolle. Hauptsache ich und er kommen rüber. Ich hoffe, dass er rüberkommt. Und wenn ich kriege den auf den Sack, jetzt sage ich euch. Die ganze Arbeit, die ich hier jetzt gerade drin stecke. Wie gesagt, es ist nicht gerade. Interessiert mir aber nicht. Ja, das zu nehmen, was da ist. Genauso wie ich. So ist es. So, ja, sie. Nee, warte mal. Genau. Siehst du? Jetzt muss ich die Sache bloß noch verbinden. Und dann kann ich trotzdem keine Treppe, keine Dings rüberbauen. Alter, dann bin ich Fuchs, Teufelswild. Weil ich habe ganz andere Schrägen schon rübergebaut. Na, da war doch eben. Ich habe es gerade gesehen. Ich bin verrutscht. Eins. Darf bestimmt jetzt nicht Wasser. Das habe ich mir gedacht. Naja, gut, ne? Obwohl, ich kann ja auch. Na, er hat es dort gerade gemacht. Genau. Kelvin, es dauert noch eine Sekunde. Bin gerade am Ausprobieren. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, ich bin wattet an jeden guten Anfänger. Voll blutig. Und warum hat das jetzt funktioniert? Und vorher nicht? Ist mir egal. Ich rieche mich darüber nicht auf. So, jetzt holen wir uns den Stamm da raus und dann funktioniert das immer noch nicht. Also, dann bin ich sofort raus. Dann spielen wir ab morgen Tetris. 100 Folgen am Stück. War natürlich ein Scherz. Also mit den 100 Folgen, das wären natürlich 200. Nein. Nochmal. Es war möglich, eine Ding zu bauen. Nee, ich will das ja nie rüber. Also da, ich will das ja hier. Wie war denn das nochmal? Das kann doch nicht sein. Jetzt. Ich würde das gerne wegschmeißen. Nee, ja. Ich nehme mal lieber erstmal bitte. Ich lasse sie erstmal auf mich zukommen. Und ziehen. Und ins Gesicht. Ups, warte mal kurz. Ich muss nochmal nachladen. Was ist mit dir los? Na, kommst du doch her.
Ich bin hier. Na, was hast du erwartet? Dass ich warte und spiele oder was? Was ist mit denen los? Na, komm her. Komm her, du Nasenelch. Oh, bist du hingefallen? Oh, Kelvin, hast du es gesehen? Achso, du liegst auf dem Boden. Ja, kannst ja nichts sehen. Hast du gesehen? Ich hab die flach. Ja, gut. Ich hab sie hingelegt. Warum? Das ist doch eine Breite. Warten Sie mal. So, da bin ich auch wieder. Hat eine ganze Nacht gedauert, wie ihr seht. Alter, ich bin so dumm. Das ist natürlich nicht die Schnüre gewesen. Oh, Moment mal, dann kann ich das doch eigentlich... Eigentlich kann ich mir das doch hier sparen. Ich kann ja rüberschwimmen. Ah, seht ihr? Da, ich kann mich jetzt wieder verbinden. Also, wenn das jetzt von Länge reichen würde. Ich glaube, das ist nicht lang genug, ne? Also, rein theoretisch würde das jetzt funktionieren. Ich versuche mal, ich schwimme jetzt einfach mal da hinten rüber. Dann hätten wir uns den ganzen Weg sparen können. Boah, ich habe die ganze Zeit überlegt. Ich bin hin und her gerannt wie so ein gestochenes Huhn. Ich sage, das kann doch nicht sein. Das passt nicht. Ich habe das doch auch mal gemacht. Und jetzt funktioniert das auf einmal nicht. Was ist denn hier los? Mache ich einen Fehler? Natürlich machst du einen Fehler. Aber du kommst nicht drauf, welchen Fehler. Jetzt weiß ich welchen Fehler. Naja, gut. Ich habe bloß das falsche Material benutzt. Jetzt ist natürlich Frage, das Schöne ist, du kannst ja nämlich doch mit der Schnur schwimmen. So, seht ihr? So, zack, bums. Jetzt muss ich nämlich bloß nur immer da rüber schwimmen. Und müsste das miteinander verbinden können. Das Problem könnte sein... Na, seht ihr, das ist schon zu lang. Naja, bis hierhin. Hier müsste nämlich schon der nächste Fall sein. Das heißt, ich würde das für den Winter ja nicht hinbekommen. Also ohne den Winter, meinte ich. Ich würde das ohne den Winter nicht hinbekommen. Das heißt, ich muss erstmal mich mit den anderen Dingen begnügen. Weil, wie gesagt, bringt ja nichts, kann ja nie hinbauen. Naja, gut. Ist ja halb so wild. Das heißt, ich kann mir jetzt hier eine Überführung bauen. Dass ich dann quasi das Material zum Bauen hier rüber kriege. Genau. Oh, Alter, ich bin froh, dass ich jetzt rausgefunden habe, an was die hier tut. Seht ihr, ich hab's doch mal geschafft. Es hat lange gedauert, aber ich hab's geschafft. Mann, ich bin schon ein bisschen stolz. Was heißt stolz? Stolz ist ein bisschen... Das ist jetzt das Falsche. Ich bin hier auf einer Insel. Ich habe keine Treppe. Ich habe nichts. Gar nichts. Uschi, kannst du mir mal erklären, wie du hier rübergekommen bist? Weil, egal wie ich das jetzt drehe und wende, ich brauche eine Pause. Ich glaube, ich brauche eine Pause. Ich weiß nicht, wie die hier rübergekommen ist. Rein theoretisch ist das nicht möglich. Aber das ist nur meine Theorie. Könnt ihr auch so machen. Kann ich auch hier so jetzt ranspannen? Na, eigentlich sind ja. Wollt ihr eigentlich, dass das hier dran ist? Naja, gut. Jetzt sollte ja auf die Insel landen, das Holz. Alter, kann ich mal sehen, Alter. Manchmal hast du das vor den Augen und du siehst nicht, was das ist. Das Problem. Das Problem bin einfach bloß ich. Es ist traurig, aber es ist so. So, jetzt muss ich das da drüben rantackern. Gut, eigentlich wollte ich das ja so machen. Aber Hauptsache, das ist erstmal dran. Gut, Leute. Ich mache jetzt erstmal Feierabend. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das, was passiert ist, wenn was passiert ist. Wahrscheinlich mehr ausrasten als sonst. Nicht ausrasten. Siehst du, Kelvin ist nicht so schlepper, clever.
Naja, egal. Also jedenfalls, die Insel haben wir schon fast ein bisschen gerodet. Das Konzept steht. Der Winter steht noch nicht. Ich mach mal kurz hier Licht an. Das hier fällt mir überhaupt nicht. Pass auf, und gleich ist Kelvin da. Nö, Kelvin ist immer noch drin. Ich keine Ahnung, wie die hier rübergekommen ist. Gut, die hat drei Beine. Die hat drei Arme. Die pest hier durch. Ist da drüben auf der Insel, aber... Ja, gut. Okay, also. Dann werden wir jetzt von da drüben Holz rüberschleppen. Ich werde da drüben erstmal einen Käfig hinsetzen, dass Kelvin hier noch Holz sammeln kann. Und dann kann ich das mal rüber transportieren. Und kann das dann quasi hier zum Bauen benutzen. Wir werden uns hier eine richtig schöne große Fläche bauen. Und dann, wenn im Winter der Winter da ist... Das ist ein bisschen zu schnell Spiel. Das ist noch nicht Winterzeit. Ja, dann werden wir die Brücken an Strom nehmen. Hallo, Elli. Ich wollte gerade sagen, was hast du in der Hand? Aber nur deine Schuhe. Und ein Fisch. Sie hat eine sehr, sehr komische Art, den Fisch warm zu machen. Kannst alleine essen. Ich habe jetzt ja keinen Hunger mehr. Auch wenn meine Anzeige sagen tut, du hast Hunger. Nein, das ist alles. Ich habe keinen Hunger. Ganz und gar nicht. Ich bin knusper satt, bin ich. Auch wenn ich jetzt schnaufe wie so ein Nasenelch. Na gut, Leute. Wie gesagt, wir werden uns jetzt das ganze Material rüberschleppen. Und aber erst am nächsten Tag. Und dann gucken wir mal weiter. Also bis dann, ich bin raus. Tschüss. Ja, ja.